Hallo, heute zeige ich euch, wie und was ihr alles in eurem MaxDia-Werkstattkonto als Administrator einstellen könnt. Zuerst wähle ich mich in meinem Werkstattkonto ein. In meinem Werkstattkonto habe ich schon einen Mechaniker angelegt. Möchte ich Anpassungen an den Einstellungen vornehmen, wähle ich den Benutzertyp Administrator aus. Als nächstes die Einstellungen. Jetzt authentifiziere ich mich als Administrator. Hierzu gebe ich den Identifikationscode ein. Die Authentifizierung erfolgt jedes Mal, wenn ich als Administrator Änderungen an meinem Werkstattkonto vornehmen möchte. Das dient meiner Sicherheit. Deshalb gebe ich den Identifikationscode auch nicht an andere Benutzer des Werkstattkontos weiter. In der Übersicht der Einstellungen kann ich jetzt verschiedene Menüpunkte auswählen. Ich gehe der Reihe nach von oben nach unten vor und wähle zuerst den Bereich Werkstattinformationen aus. Übrigens an dem kleinen rechten Pfeil erkenne ich, dass es hier ein weiteres Menü gibt. Hier sind vor allem zwei Punkte wichtig. Zum einen, meine Angaben werden im Inspektionsplan beim Druck verwendet. Zum anderen, hier kann ich ein neues Passwort für mein Werkstattkonto erstellen, nicht aber für meinen Benutzertyp Administrator. Wenn ich den Vorgang mit OK bestätige, erhalte ich per E-Mail einen Link, ein neues Passwort für mein Werkstattkonto zu erstellen. Das neue Passwort benötigen dann alle Benutzer, die mit MaxDia arbeiten, um sich einloggen zu können. Ich breche den Vorgang hier ab, da ich kein neues Passwort erstellen möchte. Habe ich Änderungen im Menü Werkstattinformationen vorgenommen, speichere ich diese noch ab, damit sie übernommen werden. Über den Pfeil links oben in der Menüzeile Werkstattinformation gehe ich zurück zu den Einstellungen. Nächster Punkt ist der Bereich Standardsprache. Hier kann ich die Benutzeroberflächensprache für einen neuen Benutzer auswählen und die Standardauswahl der Sprache für den Druck meiner Inspektionspläne festlegen. Ich ändere hier von Deutsch auf Englisch. Jetzt lege ich einen weiteren Benutzer für mein MaxDia Werkstattkonto an. Dann ist die Sprache für diesen Benutzer schon mit Englisch vorausgewählt. Ich trage die Daten ein und lege ihn an. Sobald er sich jetzt als diese Person einwählt, ist die Menüsprache von MaxDia für ihn in dieser Sprache eingestellt. Der neue Mechaniker kann MaxDia somit in seiner Muttersprache nutzen. Ich wähle mich wieder als Administrator ein. Der zweite Punkt war die Standardsprache für den Druck von Inspektionsplänen einzustellen. Das zeige ich an einer noch nicht abgeschlossenen Aktivität. Diese Inspektion möchte ich für den Kunden ausdrucken. Hierzu wähle ich den Button Drucken. Im Druckmenü ist jetzt als Sprache schon Englisch ausgewählt. Habe ich Mechaniker, die MaxDia in ihrer Landessprache nutzen, kann ich trotzdem eine Sprache voreinstellen, in der alle Inspektionspläne für meine Kunden gedruckt werden sollen. Der nächste Punkt im Menü Einstellungen ist Benutzerverwalten. Im Untermenü Benutzerverwalten werden mir alle aktiven Benutzer angezeigt. Hier bei mir sind es zwei Mechaniker und ein Administrator. Inaktive Benutzer kann ich mir auch anzeigen lassen. Außerdem habe ich die Möglichkeit, einzelne Benutzer auszuwählen und zu bearbeiten. Der Vorgang ist identisch wie schon bei den Werkstattinformationen. Zum Beispiel ein Bild ergänzen oder auch die Menüsprache für diesen Benutzer ändern. Nächster Punkt ist Kataloge verwalten. Im Untermenü Ersatzteilkataloge lege ich als Auswahl meine Anbieter von Ersatzteilkatalogen fest, die ich für die Bestellungen von Ersatzteilen direkt aus MaxDia verwenden möchte. Aktuell habe ich nur einen, nämlich FTZ, ausgewählt.
Dieser ist auch gleich als Primärkatalog voreingestellt. Ich kann aber auch noch weitere, wie zum Beispiel Hellanor, hinzunehmen und dann die Einstellung im Feld Primärkatalog auf Hellanor ändern. Speichern nicht vergessen, damit die Änderungen auch übernommen werden. Den Bereich verlasse ich wieder über den Pfeil links oben in der Menüleiste. Nächster Punkt ist Einrichtung von OEM verwalten. Im Untermenü Einrichtung von OEM kann ich alle OEMs auswählen, über dessen Portale ich Einträge in das digitale OEM-Inspektionsheft durchführen möchte. Nehme ich hier Änderungen vor, bitte noch vorher speichern, damit sie übernommen werden. Ich gehe zu Einstellungen zurück. Der letzte Punkt bei den Einstellungen ist die Möglichkeit, für den Ausdruck der Inspektionspläne die Signatur des Mechanikers und das Datum mit auszudrucken. Hierzu muss die Auswahl aktiviert sein. Das war ein Überblick zu den Einstellungen von MaxDia. Ich möchte noch auf weitere Tutorials zu anderen Themen hinweisen. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald!